Hallo Leute, wie ihr seht, wir sind hier im Urlaub und wir haben das Glück, Manuel Baum kennenzulernen, hier, wo der mit seiner wunderschönen Familie auch hier ist. Und da wir diese Gelegenheit haben und uns mit dem Wasser beschäftigen, würden wir ein paar Fragen stellen zum Thema Wasser trinken im Fußball. Hallo, Servus. Manuel, schönen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Und dann ist die erste Frage, wie viel Wasser verliert ein Fußballspieler während dem Spiel? Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, weil es extrem positionsabhängig ist. Man kann sich ja vorstellen, ein Torwart läuft im Spiel vielleicht so 7-8 Kilometer und ein Feldspieler im Mittelfeld so kommt schon an die 13-14 Kilometer dann mal hin. Und das ist dann schon ein Riesenunterschied, weil es ist natürlich extrem temperaturabhängig. Das heißt, je heißer es wird, desto mehr Wasser scheidest du dann dementsprechend aus. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema Wasser auseinandersetzt, weil du schon 3, 4, 5 Liter im Spiel dann dementsprechend verlieren kannst.